Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Für die Langweiler ist es nur ein ganz normaler Oktober, für die Filmfans ein Schocktober und für die Musikfans ein Rocktober. Und wer sich offensichtlich nicht ganz entscheiden kann, ob er sich jetzt mehr für Filme oder Musik interessiert, der kombiniert das Ganze und hat dann sein Rocktober-Blood-Monat. Und wenn ich mir ganz ehrlich anschaue, wie der Typ hier auf dem Frontcover ausschaut, eigentlich ein bisschen eine bissige King-Kong-Maske eigentlich aufhabend, dann weiß ich auf jeden Fall, warum hier draufsteht, an der Schwelle zum Wahnsinn. Ganz im Ernst, ich schaue mir dieses Cover-Artwork gerade seit gefühlten 20 Sekunden an und ich fühle mich selbst schon an der Schwelle zum Wahnsinn. Das ist ein wirklich großartiges Cover-Artwork, das damals übrigens auch für den alten deutschen VHS-Release von diesem Film von Lightning Video verwendet wurde. Der kam nämlich am 24. Juni 1986. Es hat dann nicht wahnsinnig lang gedauert, bis im Dezember 1986 der Film auch gleich einmal auf den Index für jugendgefährdende Medien gelandet ist, wo er bis in den November 2011 wegen Zeitablaufer blieben ist und erst dann eben deswegen gestrichen wurde. Allerdings dürfte, also zumindest ist sich die UFDB nicht ganz sicher, ob nicht die alte VHS-Fassung eh schon die ungekürzte Fassung des Films ist. Die DVD, die dann über Maritim bzw. Cargo Records erschienen ist, die soll auf jeden Fall ungekürzt sein. Und das ist gut, denn diese DVD wurde dann auch in dieses Mediabook umgepackt. Dabei möchte ich tatsächlich noch einmal einen herrlich kurzen Blick auf dieses Cover-Artwork, das wirklich irgendwie zwischen, keine Ahnung, zwischen The Purge und King Kong irgendwo angesiedelt ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Übrigens auch das alte amerikanische Artwork von Vestron. Aber wir sehen dann, dass sich auf dem Spine so ein leichtes Karo-Muster einstellt, das nicht auf dem Frontcover ist, das dann allerdings auf das Backcover übergeht. Das ist nämlich tatsächlich auch in der Form auf dem alten deutschen VHS-Backcover gewesen, wo wir hier einen ziemlich akkuraten Nachbau vorfinden. Man hat oben hätte es noch einmal den Titelschriftzug zu lesen gegeben, das wurde hier für die für das Mediabook-Format natürlich ein bisschen gestutzt. Wir haben eine ein bisschen kürzer abgefasste Inhaltsangabe, aber wir haben dieselben drei Bilder aus dem Film, wobei bei diesem Bild das deutlich länger war, nämlich eben auch bei der Videokassette so lang wie die Inhaltsangabe, oben und unten ein bisschen was von Rauch weggeschnitten haben, dann hier nochmal die Bilder und dann unten hier sicherlich nicht die rechtlichen Hinweise von der Videofirma, sondern eben das technische von der DVD, beziehungsweise bei mir eben auch die Tatsache, dass ich die Nummer 1 von 111 habe. Das ist natürlich eine absolut coole Sache, wenn man seine Mediabooks, seine WMM-Mediabooks vom Robert kriegt. Dankeschön. Außerdem gibt's hier ein interessantes Disc-Design, das nämlich eben wirklich nur in diesem rot-schwarzen Stil dargestellt wird, mit eben auch einem ganz offensichtlich nicht demselben Charakter wie auf dem Frontcover, beziehungsweise dem Untertitel dann auch noch einmal dazu gedacht. Und als Bonusfilm gibt's, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass die DVD schon einmal irgendwo im Bonus, als Bonusfilm dabei war, dass dann sogar jemand in den Kommentaren auf YouTube gesagt hat, wie der Film geheißen hat. Ich muss leider gestehen, ich habe es mir nicht gemerkt. Schade, dass hier kein Titelschriftzug drauf ist. Dazu gibt's das Booklet Geister, Zombies und Dämonen von Mike Blankenburg, der hier ein paar allgemeine Sachen über die enthaltenen Filme von quasi dieser Super Spooky Stories Staffel erzählt, beziehungsweise gibt's dann natürlich auch ein paar schöne Plakatmotive zu dem Hard Rock Zombies, den ich zum Beispiel gerade erst von Vinegar Syndrome als Blu-ray bekommen habe. Und da noch ein paar, eigentlich recht wenig Bilder mit dabei, recht viel Text in diesem Fall. So quasi ein übergreifendes Booklet über mehrere Releases. Aber bei dem Film habe ich irgendwie aufgrund von diesem wahnsinnigen Cover dann trotzdem sehr gern zugeschlagen.